Hallo Leute, es geht nun wieder weiter mit meinem Training. Heute am Montag das Kreuzheben. Ich habe die Kniebeuge mit 55% für die Erwärmung des Kreuzhebens genutzt. Und nachdem ich richtig warm geworden bin durch die Kniebeuge, habe ich mich vorbereitet für das Kreuzheben. Ich brauche da jetzt nichts weiter groß zu sagen. Die Vorbereitung läuft bei mir folgendermaßen ab. Nach der regulären Kniebeuge kommen noch ein paar Dehnungsübungen, dynamische Dehnungsübungen für das Kreuzheben, Rücken und Beine natürlich. Und dann baue ich die Hantel auf und dann geht das hier los mit 62%. Ziel war heute, mindestens 8 Wiederholungen zu ziehen. Und ich habe noch einen draufgesetzt, so sah es auch im Plan aus. Es lief wie am Schnürchen, keine Probleme, nichts Negatives. Habe ab und zu mal eine kurze Satzpause gemacht von ein paar Sekunden, wenn überhaupt. Und dann ging das auch flott und fröhlich weiter mit dem Liften. So, das war der letzte, das war nämlich 1+. Und dann habe ich nochmal gesteckt. Hier nochmal einen kräftigen Zug am Riechöl, der sich mir auf die Haut der Hand geschmiert hatte und bin dann mit 67% weitergegangen im Training und habe ebenfalls 8 Wiederholungen gezogen. Alles ohne Gürtel und mit viel Motivation. Ich hatte zwar zwischendurch so kleine Mini-Pausen, sage ich mal, aber das ist okay. Ich habe nicht die Hände von der Hantel gelassen, sondern habe mich auf jede einzelne Wiederholung, jeden einzelnen Zug nochmal ordentlich konzentriert und konnte das Ding bis zum Schluss durchziehen. Und nach der 8. Wiederholung war dann auch Schluss mit Kreuzheben. So, das war hier der letzte gewesen, da habe ich es gleich fallen gelassen. Ja, man sieht es, hat ganz schön geschlaucht. Dann kam klassisches Heben mit vorgebeugten Rudern, jeweils 3x5. Da brauchte ich nur ein paar Scheiben abzustecken und dann ging das wieder von vorne los. Klassisches Heben und vorgebeugtes Rudern. Ja, Freunde, hier seht ihr kurz, was ich den ganzen Tag esse. Das ist mein Frühstück für die Arbeit. Hier seht ihr es noch einmal. Vitaminsaft, Wasser, Tee, Vollkornbrot, Hähnchenfleisch. Das ist abends meistens so ein kleiner Knapperteller. Und hier ist es schon das Training vom Dienstag. Mittlerer Griff, Bankdrücken mit 70%, 4x4. Und auch hier war heute kein Problem am Tag. Das Training war sehr gut. Ich habe jeden einzelnen Satz bis zum Anschlag durchgezogen. Und am Freitag gehe ich dann allerdings wieder etwas höher. Nach dem Bankdrücken kam dann die Beugestütze und da waren es auch 4x4 und damit war mein Training heute beendet.